Eine Sache, die ja immer tief, oder ich vereinfache die Frage, ja, weil die Frage beinhaltet mehrere Unterfragen. Aber was so immer wieder so die Hauptfrage Nummer eins ist, gerade von Partnern, die jetzt neu starten, das ist: Wie starte ich mein Geschäft richtig? Wie baue ich das Geschäft richtig von Anfang an auf? Ja, so, und hier gibt es im Prinzip zwei Phasen. Ja, die eine Phase ist die Startphase. Und die zweite Phase, die nenne ich dann halt das eigentliche Geschäft. So. Und in der Startphase, da tust du gut daran, ja, wenn du mit deinem eigenen Netzwerk beginnst. Warum? Hat zwei Gründe. Es ist der schnellste Weg, ja, um voranzukommen. Und der allerwichtigste Grund ist: Im Geschäft geht es immer darum, zu verstehen, wie das Geschäft funktioniert. Es ist ein Unterschied, ob du theoretisch dir etwas durchliest, ja, und denkst, du kannst es, oder ob du das in der Praxis lebst. Kein Gespräch ist wie das andere, auch wenn wir, und das ist immer meine Empfehlung, standardisiert vorgehen, ja. Und das würde ich auch jedem empfehlen, standardisiert vorzugehen, weil dann kommen solche Ausreißer nicht vor. Aber nichtsdestotrotz ist jedes Gespräch anders, ja, und jeder Markt, jedes Produkt, jede Branche funktioniert nach ihren eigenen Regeln. Und diese muss man wissen. Und die kann ich halt eben nicht lernen, indem ich theoretisch mir das aneigne. Sondern wenn ich heute schwimmen lernen will, dann kann ich natürlich auch einen Theoriekurs besuchen, wie schwimmt man. Dadurch kann ich aber noch lange nicht schwimmen. Ja, das heißt, ich muss ins Wasser springen, um Schwimmen zu erlernen. Hier nicht anders. Wenn ich heute den Führerschein machen will, dann ist das Auto schon da. Und bei uns ist das Auto schon da, ja. Wir haben ein fantastisches Partnerunternehmen. Wir haben fantastische Produkte. Ja, wir haben jetzt, ich spreche jetzt für unser Team. Wir haben ein tolles System, wie man Online-Kontakte generieren kann, etc. Ja, also das Fahrzeug ist da. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass ich fahren kann. Ja, wenn ich jetzt wieder den Weg in die Fahrschule nehme, ja, dann ist das Auto auch schon da. Ich könnte also einsteigen, losfahren. Ja, ich habe ein paar Theoriestunden. Theoretisch weiß ich, wie ein Autofahren funktioniert. Aber wer von euch den Führerschein hat, ja, vielleicht einfach mal kurz im Chat, würde mich interessieren, wer hat den Führerschein? Einfach vielleicht mal kurz. Jo. Ja, dann ist es natürlich genau das Gleiche. Dann steigst du auch nicht ins Auto und fährst wie ein Profi. Ja, sondern man fängt an. Schulterblick, blinken, schalten, kuppeln, das ist am Anfang echt schwierig. Und da muss man natürlich auch wissen, in welcher Verkehrssituation muss ich mich wie verhalten. Und das passiert natürlich zum einen durch Theorie, aber in den meisten Fällen halt durch die Praxis. Und das muss bewusst sein. Ja, also ohne Praxis wird es schwierig, weil nur durch Erfahrung, ja, können wir dauerhaft Erfolg haben. Das ist einfach so, weil das ist auch im Fitnessstudio nicht anders. Wenn ich Erfahrung jetzt mal für einen Muskel übertrage, mal angenommen, du willst Muskeln haben, ja, dann kannst du theoretisch überlegen, ja, was mache ich? Okay, dann weißt du, okay, ich muss an das Gerät, an das Gerät, an das Gerät, um mein Ziel zu erreichen. Wenn du aber nicht regelmäßig pumpst, ja, dann wird sich beim Muskeln nichts tun. Und so ist es im Prinzip hier auch. Erfahrung wird immer dann besser, stärker und größer, je häufiger wir das Ganze tun. Weil dann habe ich etwas, was ich so, so etwas, ich nenne es jetzt einfach mal Intuition. Dann reagiere ich in Situationen, in meinen Gesprächen einfach ganz anders, wie wenn ich heute noch keinerlei Erfahrung in dem Bereich habe. Ja, ich weiß, welches Tool setze ich wann ein, welchen Satz sage ich wann, wo und wie, auf welche Art und Weise. Ja, so, und das nur einfach mal vorneweg. Deswegen zwei Phasen. Die erste Phase: Nutz dein eigenes Netzwerk. Warum? Nicht, um darüber Kunden zu generieren. Ja, das auch jeder, der bei mir in der Einarbeitung ist, der weiß, dass mir in den ersten 30 Tagen völlig egal ist, ob jemand über sein Netzwerk auch nur einen einzigen Kunden generiert. Weil darum geht es nicht. Was mein Ziel immer ist, ja, Energiereferenten auszubilden, die nach spätestens 30 Tagen das Geschäft beherrschen, die genau wissen, was zu tun ist, wie es zu tun ist und nicht theoretisch, sondern auf praktischen Wege. Und das ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Unterschied. Ja, weil auch das, ich erlebe das so häufig, auch wenn ich mit Partnern in Unterstrukturen zu tun habe. Man erlebt sehr häufig, dass ja, dass einfach, wie soll ich sagen, dass
dass da Fragen gestellt werden, theoretischer Natur, ja, die aber so in der Praxis eigentlich gar keine Relevanz haben. Ja, so, und deswegen ist wichtig, erst das Netzwerk für sich selber, um zu lernen. Es geht nur um Lernen, sonst um nichts. Ja, und wer sich da an unsere, zum Beispiel unsere Starter-Challenge hält, da sind die optimalen Formulierungen drin, wie man das aufbaut. Und das hat alles seinen Grund, warum die Dinge so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind. Weil so passiert Folgendes: Du wirst lernen und durch das Lernen wirst du automatisch Kunden und Vertriebspartner generieren. Ja, so, aber selbst wenn nicht, ist das nicht das Thema. Ja, das eigene Netzwerk ist nur dafür da, dass du dich entwickeln kannst und deine Erfahrungen sammeln kannst. So, und das in den ersten 30 Tagen am besten. So, und dann haben wir die zweite Phase. Und die zweite Phase ist, du musst lernen, wie du Kontakte generierst. Das Hauptproblem der Menschen im Vertrieb oder im Network Marketing ist einfach nur eins: Kontaktemangel. Ja, wenn du heute in der Lage bist, jeden Tag Kontakte zu generieren, egal jetzt erstmal auf welchem Wege, dann wirst du nie arbeitslos sein. Du kannst immer deine Arbeit aufnehmen. Und das Entscheidende ist, wer Kontakte hat, für den arbeitet die Quote. Das heißt, es ist völlig egal, wie schlecht du in deinem Beruf bist oder wie gut du in deinem Beruf bist. Es ist egal, wie schlecht die Quote ist. Mal angenommen, du musst 100 Menschen ansprechen, um nur einen Kunden zu gewinnen. Das ist bei uns zum Glück nicht so. Ja, also bei uns ist eigentlich fast, ja, mit jedem Termin haben wir auch einen Zähler. Ja, also im Schnitt. Das ist Gott sei Dank bei uns nicht der Fall. Aber was ich damit sagen will, ist, selbst wenn du die schlechteste Quote auf der Welt hast, und wenn du genügend Kontakte hast, dann arbeitet die Quote für dich. Dann ist es nur eine Fleißarbeit, mit diesen 100 Kontakten zu sprechen. Dann weißt du, okay, du hast einen Kunden. Das heißt, dein Geschäft wird immer vorhersehbar sein. Ja, dein Geschäft wird nie dem Zufall überlassen sein, sondern du wirst immer wissen, was du am Ende des Monats verdienen kannst. Und dann liegt es immer nur an dir, die Arbeit zu tun. Und es ist das sicherste Business der Welt, ja, wenn man das weiß, weil du kannst morgen als Angestellter zur Arbeit gehen, ja, und du kannst die Kündigung auf deinem Tisch vorfinden, ja. Also diese Sicherheit, die ist nur vorgespielt, ja. Du kannst aber auch, ja, und das ist eigentlich der Vorteil an der ganzen Geschichte, wenn du selbstständig bist in einem Bereich, wo nahezu jeder dein potenzieller Kunde ist, dann ist einfach nur wichtig, dass du deine Quote kennst und dann kannst du für dein Einkommen immer sorgen, ja. Und wenn du deine Quote hast, dann wird alles, ja, dann wird alles einfach, weil dann musst du nur noch die Arbeit dazu machen. Und wenn du die Arbeit machst, Erfahrungen sammelst, wird auch deine Quote automatisch besser. Ja, okay.